Punkte waren es im Vergleich zu Tabea Alt. Und jetzt Angelina Melnikova. 12.033 braucht sie für die Führung. Aber auch sie hat gezeigt, sie ist nicht auf der absoluten Höhe ihres Schaffens im Moment. Hatte sie schon bei den russischen Meisterschaften zuletzt angedeutet. Da war sie nur Elfte im Mehrkampf. Ja, eben der Einstieg ins Jahr, gerade nach Olympia, ist immer ein bisschen schwieriger, aber bis jetzt zeigt sie keine Unsicherheit. Schöne Höhe auch bei den Sprüngen. Verbindung klappt gut zwischen den gymnastischen Sprüngen eben. Auch hier eine Dreierverbindung, muss aber leider das Gerät verlassen. Schade, dass viele Stürze passieren. Gut natürlich für unsere deutschen Starterinnen. Aber es ist dann doch immer ärgerlich für einen, wenn man ja, so hart arbeitet und dann am Wettkampf leider einen Sturz hinnehmen muss. Aber so ist das leider öfters mal. Ist das leider alle oder viele arbeiten natürlich auf die Europameisterschaften hin in einigen Wochen. Auch ja. Elisabeth Seitz. Ja, genau. Und es sind halt noch einige Wochen und die Wochen nutzen wir eben noch. Und somit ist natürlich klar, dass man jetzt noch nicht 100% auf dem Top-Leistungsstand ist. Aber man möchte sich trotzdem von der besten Seite zeigen. Und ja, die Übung gerade nicht schlecht, aber...